Lieber, heute ein kleines Experiment, Ich bin hier im Moment noch unter Ubuntu 14.04 XFCE und wir wollen uns mal mit unserem Server verbinden. Warum? Das sehen wir gleich. Der Server hat die IP 25, wollen wir mal gucken. So, auf dem Server läuft Linux mit. Heute wollen wir mal gucken, verschiedene Ubuntu-Versionen. Was gab's denn so über die Zeit? Habe ich mal gedacht, könnte ich ja mal alle gleichzeitig darstellen. Dafür brauche ich meinen Server und ich brauche VirtualBox. Ne? Das wird jetzt ein bisschen verwirren, weil ich arbeite jetzt mit mehreren Betriebssystemen, mehreren. Was nicht gescheit lief hier unter VirtualBox war Ubuntu 12.04 anscheinend wegen der doppelten Virtualisierung mehr oder weniger. Ne? Einmal nehme ich ja zu meinem Remote-Desktop Kontakt auf und dann habe ich natürlich auch noch, ich starte jetzt mal Ubuntu 19 VirtualBox drauf, ne? Und dann schauen wir mal. Gut, Ubuntu 19 startet sich hier, starten wir am besten mal zeitgleich, damit das schneller geht. Die anderen auch. Ubuntu 10.10, ne? Ich beginne bei 19, weil ich bin damals, nein, nicht 19 Jahre alt gewesen, sondern Ubuntu 19 im Jahre 2009 mit Ubuntu 9.10 angefangen. Starten wir nochmal schnell. Ubuntu 12.10. Jeweils 1 bis 2 CPUs und ein paar MB RAM, jeweils 2 GB RAM gegeben. Ich wollte sowieso mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen, hier die alle zeitgleich mal zu starten und meine VM meinen Server mal an die Grenzen zu bringen. Ja, so. Gut, jeweils 2 GB RAM. Manche haben 2 Prozessoren, manche nur eine. Wir schauen mal. Ubuntu 14.4. Wir sortieren mal ein bisschen. 13.10. 13.04. 12.10. 12.04. 11.04, gut, den müsste ich vielleicht mal auf eine andere grafische schauen. Es wird jetzt ein Hauch übersichtlich, wie ich schon sagte, ne? Gut, der 12.04, den habe ich irgendwie nicht so wirklich dahin gekriegt. Der hatte so Low Graphics Probleme, weiß der Teufel was. Egal, macht ja nichts, kennt ja sowieso wahrscheinlich schon. Gut, wir fangen mal an, was haben wir denn hier? Hier, damit bin ich angefangen. Ubuntu 9.10. Ubuntu 9.10. Karmic Koala. System. Einstellung, Systemverwaltung, Systemüberwachung. Sehen wir hier. Früher hatte man in der Systemüberwachung noch die Möglichkeit, eine führende Registerkarte sich anzuzeigen. Wir haben hier Ubuntu 9.10 Karmic, erkennt man gut an gelbem Hintergrund und den braunen Rämchen. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, da war die Welt noch so in Ordnung. Ich meine, unvollständige Sprache, ja gut, ich spreche eh so ein bisschen hessisch, das wird eh nichts wert. So, ich meine, das wäre es eines der ersten Systeme gewesen, wo Ubuntu One drin gewesen ist, das mittlerweile ja schon wieder weg ist. Könnten wir das hier irgendwo sehen eigentlich? Irgendwo? Weiß ich nicht. Internet Ubuntu One, ne? Damit hat es mal angefangen. Damals schon. 2009 im Monat 10 des Jahres gab es ja schon. Was haben wir denn noch? Muss ich mich erstmal wieder orientieren. So viele verschiedene Taschenrechner sah so aus. Wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich das Terminal. Alles so verwirrend hier. Alles so aufregend. Gut, hier sieht man noch, da kam immer noch so ein Spruch, noch früher drüber. Oh Name, was hat man denn für Kernel damals 1880 im Krieg? Kernel 2631 hat man damals. LSB Release minus A. So, Ubuntu 9.10, Karmic Koala. Übrigens, alle Ubuntu-Versionen haben ja diese komischen Namen. Und die haben immer so einen Doppelbuchstaben, ne? Hier sind wir zum Beispiel beim Buchstaben K. Die nächste Version hätte den nächsten Buchstaben im Alphabet, nämlich dann mit L, ne? Und zwei L, ne? Also der heißt Karmic Koala und der nächste hätte zweimal L. Wer ist denn hier zweimal L? So. Der hat auch, versteht mich auch nicht mehr, ne? Gut.
Wie heißt der jetzt? Ja. 2xL. Ubuntu 10.04 müsste ich natürlich, ne? 10.04. Das ist 2010 und zwar im April. April. Passwortbilder sogar von ich, obwohl ich automatische Anmeldung eingestellt habe. 2xL. Das müsste Lucid Links sein, ne? 2xL. Immer eine Kombination auf einem merkwürdigen Tiernamen und irgendeiner Eigenschaft des merkwürdigen Tieres. Gut. System. Was haben wir hier? Systemverwaltung, Systemüberwachung. Wen haben wir denn hier? Ressourcen. System heißt Lucid. Ne? 10.04 heißt Lucid. Links damals Kernel 2632. 38 Generic. Noch Genome als Standard. Ne? Gut, Genome. Org. So, System oder Orte, Anwendungen, Zubehör. Gucken wir nochmal. Das wollte ich gar nicht. Also ich bin immer so ein bisschen zu schnell. Zubehör und Terminal. Gehen wir noch hier drauf. Auch da steht noch das Zeugste. O-Name. Und minus A. Ein Leerzeichen schön. Minus A. Kernel, wie gesagt, dieses da. LSB Release. Ich bin, glaube ich, noch nicht auf Englisch umgestiegen. Das war mir zu viel. Ich habe alle installiert. Tja, deshalb gab es kurzfristig keine Videos. Das war ein bisschen auf. Ubuntu 10.04.4 LTS, eine Langzeitversion, ne? 2 Jahre Unterstützung. Wie gesagt, 2xL Lucid Links. So sah das aus. Ne? Kann man auch gut erkennen. Die haben meistens dann halt andere grafische Desktop-Hintergründe. Und wer Ubuntu so ein bisschen kennt, der erkennt sofort am Desktop-Hintergrund, aha, Lucid Links. Ne? Gut, hier haben wir noch schön den Arbeitsflächenumschalter. Alles, was man hinterher mit Gewalt sich nur vielleicht über Linux Mint oder andere Versionen, wie zum Beispiel Xubuntu, wiederholen kann, war damals Standard. Und da sind viele halt auf Linux umgestiegen. Und das war so richtig klasse. Gut. Ubuntu, wo sind wir denn? 10.10. Oh, hier unten kann ich das schön jetzt sehen, unter Mint, Mint auf dem Server. Wie heißt der denn? Systemüberwachung. Wer ist dieses? Maverick Mercat müsste das sein, ja? MM. KLM, ja? 2xM. Maverick Mercat. Kernel 2635-22 Generic. Das letzte ohne Unity, ne? Das waren noch Zeiten. 2010, Monat 10. Gut, haben wir hier. Und Anwendung, jetzt müsste ich eigentlich mal so langsam das Terminal finden, ohne mich zu klicken. Ja, ich hoffe. Also nochmal, auch da steht es noch so komisch drüber. Oh, na. Also diese Meldung, die da drüber steht, die gibt es mittlerweile nicht mehr. LSB, Unterstrich, Release. Warum mache ich das immer? Ja, dann sieht man genau, welche Version man hat. Maverick. Ne? Maverick ist natürlich dann wieder keine Langzeitversion. Die kommen immer zwischendrin. Gnome Desktop, ne? Sah damals noch so richtig schön so aus. Ne? Da gab es noch nicht das ganze Gedöns mit Unity. Und damit war es dann irgendwann mal vorbei. 10.10. Wo sind wir denn? 11.04. Gut, jetzt sieht man hier kein Unity scheinbar. Aber das hat sich alles so ein bisschen geändert. Das liegt daran, der Unity Desktop war noch nicht so ausgereift und hatte so einen Fallback-Modus. Und in dem bin ich jetzt hier. Ja, Fallback-Modus. Also es gibt inzwischen Unity bei Ubuntu 11. 2011 im April. LSB Release minus A. Netty Narwhal, hier sind wir mittlerweile bei N, ne? Vorher waren wir bei M, bei Maverick Mercat, und jetzt sind wir bei Netty Narwhal, Netter Narwhal, also unter Grönt, ja. Unarwhal. Der hat schon Unity. Unity. Englische Tastatur, Z drücken. Minus, minus, Version. Hier sieht man, es gibt jetzt Unity seit, ne, ja, 2011 im April. Da fing das an. Ne? Aber man hatte immer noch gleichzeitig schmerzfrei beides.
beides. Ne? Gegen beides noch der gewohnte GNOME-Desktop und auch Unity. Und wenn es halt nicht ging, dann ist er automatisch zurückgefallen. Ne? Man hatte auch immer noch GNOME, ne? Immer noch dieses Kärtchen hier vorne dran. Version 11.04 Netty Norwell Kernel 2.6.38.8 Generic GNOME 2.3.32.1. Da war die Welt auch noch ziemlich in Ordnung. 11.04, jetzt kommen wir 11.10 ist dort. So, und hier sieht man, gibt's mittlerweile Unity 2D. Ja, also Fallback-Modus, also Zurückfall-Modus. Und man hat den 2D-Modus von Unity. Ne? Ubuntu 11.10 konnte das. Also Suche im Dash und so weiter. Ne? Konnte auch 11.04 schon, aber hier nichts mehr Fallback-Modus. Sehr schön. Sieht man auch, das ist das gewohnte mittlerweile Ubuntu-Bildchen. Ne? Man sieht auch den Hintergrund, kann man gut erkennen. Ubuntu 11.10. So, jetzt kann man hier auf Systeminformationen, sieht man hier, Grafik, hier ist noch nichts mit der Meldung Suche im Dash, rechtliche Hinweise gab es damals noch so nicht. Da sieht man auch noch kein Amazon, ja, kein Amazon und so weiter, wunderbar. Ja, hier, Ubuntu One gab es noch, ne? Ja, ist klar, das gab es ja quasi bis dieses Jahr. Terminal kann man jetzt nur noch so Terminal. Mittlerweile hat man sich ja dran gewöhnt. 11.10. Sehr schön. Immer noch. Gut. Uname minus A. Wir machen das der Vollständigkeit halber. Da sehen die Experten immer schön. Was für ein Kernel war damals. Och, wie war das damals? Schön ganz. So. Ja. Ja. Oneric Ocelot. Ne, jetzt sind wir mittlerweile bei O. Na, Ubuntu 11.10 ist bei O. So, was haben wir? Unity. Hier müssen wir Version. Ich muss mal gucken, dass ich die richtigen Tasten drücke. Ist alles so ein bisschen englisch. Unity hatte Version 4.22.0. Ne? Wunderbar. Ne? Also geht alles. Also hier. Also da hat sich noch die Seitenleiste automatisch ausgeblendet und funktioniert auch im 2D-Modus ganz prima. Hätten sie vielleicht mal so lassen sollen. Denn Unity 2D ist dann eines Tages wieder weggefallen. Ne? Sieht man also, geht. Ne? Das ist der gewohnte... Ah, hier hatten wir Benchy als Media Player mal zwischendrin. Ne? Benchy. Schauen wir mal bei Ubuntu 11.04. Was hatten wir da? Hatten wir da auch Benchy eigentlich? Auch Benchy schon, ja. Benchy. Und bei Ubuntu 12.04 käme dann als nächstes, mit dem habe ich hier ein bisschen Probleme. Ja, ich kann es hier leider nicht virtualisieren, aber ihr kennt wahrscheinlich das wahrscheinlich sehr gut. So, kann man sich da mal kurz mal einloggen. Was habe ich denn? So. So, schauen wir mal. Unity. Ah, Englisch, alles auf Englisch. Minus minus Version. Unity hatten wir bei Ubuntu 12.04, weil es immer noch gibt. Zumindest am Start in dieser Version 5. LSB. Unterstrich. Release minus A. Ubuntu 12.04.2, ne? Schon die zweite Revision der LTS-Langzeitversion. So, Benchy haben wir da, glaube ich, nicht mehr, ne? Benchy, ne? Haben wir, glaube ich, nicht. Ne, haben wir nicht. Wir haben seitdem 12.10 den Media Player, gehen wir mal hier drauf, Rhythmbox, ne? Rhythmbox hatten wir da auch schon. Gut. Wie man sieht, 12.10 hatte auch den Unity 2D-Modus und da haben wir eben auch Amazon mittlerweile drin. Ne? Ubuntu One Music haben wir da drin, gehen wir nochmal der Vollständigkeit halber, damit wir das überall gleich machen. Dash Startseite. Terminal.
Komisch, das erscheint ja da unten. Interessant. War das so? Nee, glaube ich nicht, ne? Tja. Ich bin immer zu schnell, ne? Ich habe ja so viele VNs am Laufen. Terminal. So, schauen wir mal. Wie gesagt, Rhythmbox mittlerweile. Und Name. Ja, das wird so eine kleine historische Übersicht, ne? Viel ohne was mit LSB Release minus A. Da sind wir bei Quantal Quetzal, ne? Ja. So. Dann haben wir Unity. Unity mit Version haben wir drin. Unity 6 sind wir da mittlerweile. Quantal Quetzal, der alte Schwätzer. So, das passt über den Rechner. System, haben wir da schon das mit der Suche im Dash? Ich glaube, das kam hier rein. So langsam. Seit Amazon drin ist. Aber hier sehe ich noch nicht die rechtlichen Hinweise bei der Suche im Dash. Privatsphäre haben wir da drin bei Ubuntu 12.10 oder 12.04 kann es jetzt nicht zeigen, ja. Dateien, Anwendung, Diagnose. Privatsphäre kam dann rein, ne, weil alle gesagt haben, hier das mit Amazon, das ist ja wohl nicht, kann wohl nicht an Ernst sein, ne. Gehen wir mal kurz auf den Monitor. Monitor. Mittlerweile haben wir natürlich, Systemmonitor, haben wir natürlich nicht mehr die führende Seite, ne? Das fängt jetzt, doch, hier ist es noch. Quantal Quetzal ist noch mit drin. Irgendwann ist diese führende Seite auch mal weggefallen. Jetzt gucken wir historisch mal gucken, total historisch. Werde ich jetzt 12, 10, 13.04 haben wir, ne? Jetzt sind wir im Jahr 2013 im April. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon eher vorstellen, wo wir daheim sind. So, über diesen Rechner. Schauen wir mal. 13.04, auch hier immer noch Amazon. Ubuntu One gibt's da noch. Gibt's mittlerweile nicht mehr. Rechtliche Hinweise gibt's jetzt mittlerweile. Dort sieht's aus, Privatsphäre so, die man dann entsprechend anschalten, ausschalten kann. Bei der Suche in Dash, das gingen ausschalten, ja. An, machen wir aus, weil das Quatsch war, ne? Ja, hier bei der Suche in Dash, dann halt den ganzen Gedöns durch. Und dann gehen wir mal Terminal. Heute gibt es nur eine Schnellübersicht. Wir sehen nämlich heute insgesamt 10, eigentlich sogar 12 mit den beiden Startbetriebssystemen. Betriebssysteme. So gleichzeitig. Name. Minus A. So, Kernel 3.8.0.19 Generic LSB. Release minus A. Da haben wir Ubuntu 13.04 Raring Ringtail. Jetzt sind wir mittlerweile beim R angekommen. Ihr merkt immer ein Doppelbuchstabe. Je höher wir kommen mit der Ubuntu-Version, desto höher der Buchstabe. Unity. Aber ist auf Englisch eingestellt. Wo soll ich sagen? Naja, egal. Version bei 13.04. Sind wir bei 7.0 mittlerweile, wie gesagt. Ich habe jetzt noch keine Updates jeweils auf den einzelnen gefahren. Kann sein, dass die Unity-Version sich intern dann immer noch schon ein bisschen erhöht hat. Gut, so jetzt sieht mittlerweile auch das Ubuntu-Logo hier anders aus, ne? Zum Vergleich, wir machen es mal nebeneinander. Ubuntu 12.10 sah das Ding noch so aus, ne? So, dann haben wir hinterher den, ja, ursprünglich sogar erst andersrum rotierenden, ja, Wirbel drumherum. Und je nachdem, ja, in manchen Ländern hat man gedacht, das wäre jetzt so ein Hakenkreuz oder so. Und das war nicht so hundertprozentig gerne gesehen. Ja, gut, 13.04, jetzt gehen wir 13.10, 2013, Monat 10. Wie heißt das denn jetzt wieder, ne? Jetzt waren wir, wo waren wir zuletzt? So, alle mal mit Dicke. Das sage ich jetzt nur, weil ich mir das jetzt nicht ad hoc einfülle. Bei 10 Stück komme ich auch durcheinander. 13.10. Uname. Minus A. LSB. Shift. Weiß einer den Namen inzwischen?
Da kann sich nur Stunden handeln. So, wir sind bei Saucy Salamander, ne? Nach R, ne? S, ne? SS, ja, und dann noch das Symbol oben in der Ecke, ja. Gut. Saucy Salamander sind wir mittlerweile Unity-Version. Ja. So, Unity 7.1 sind wir da mittlerweile gelandet. Gehen wir mal auf den Systemmonitor. Schauen wir mal. Ubuntu 13 Systemüberwachung. Haben wir da immer noch die führende Startseite? Nee, haben wir nicht. Ne? Fängt mit Prozesse an. Ne? Haben wir nicht mehr dieses GNOME vorne dran? Das haben wir irgendwann mal entgenomt. Ne? Entgenomt. Ne? Haben wir noch die Registerkarte Suche und Dash? Wir sind immer noch bei so viel ich weiß. Huch, ich habe hier kein Startding. Ah, ist egal. Kein Startding jetzt, ich meine hier den Startknopf. Sicherheit und Datenschutz haben wir noch. Informationen. Suche im Dash. Ich meine, das wäre bei manchen Ubuntu-Versionen, wäre es auch in der Dash-Suche unten ein Link gewesen auf den rechtlichen Hinweis, der aber immer nur auf Englisch ist. Mal gucken, bei wem war es denn so? Bei der Suche im Dash sehe ich es nicht. Ne? Also da ist hier unten kein rechtlicher Hinweis gewesen. Gucken wir mal, jetzt können wir ja mal schön forschen, wie Jugend forscht. Bei Ubuntu 13.4, da ist er, ne? Hier ist der rechtliche Hinweis. Und bei der Version ist der rechtliche Hinweis nicht. Ne? Also das haben die dann irgendwann auch wieder rausgeholt. Können wir schön vergleichen. So. 13.10. So, und jetzt sind wir quasi daheim. 14.04 Langzeitversion von über diesen Rechner. Trusty Tar heißt es, ne? Also man sieht, man hat ganz ähnliche Hintergründe, aber wer sich genau auskennt, genau, Langzeitversion, mittlerweile 5 Jahre Unterstützung, auch schon seit Ubuntu 12.04, rechtlicher Hinweis, haben wir immer noch alle Einstellungen, Sicherheit und Datenschutz, hat man auch schon wieder angepasst, ne? Sieht ein bisschen anders aus. Wir gehen vollständigkeitshalber mal raus, der rechtliche Hinweis haben wir da nicht, wir haben immer jetzt immer noch Amazon und Kram. Terminal. Wir haben Unname. Das dürftet ihr jetzt vielleicht auf dem Rechner haben mittlerweile. Jetzt sind wir nämlich aktuell, zumindest zum Zeitpunkt des Videos. Kernel 3.13.20 Generic. Ne? Schlechte Unterstützung für ganz alte Rechner mittlerweile. Probleme, Grafikkarte und so weiter. Aber 64-Bit ist mittlerweile normalerweise Standard. Ich habe jetzt überall 32-Bit. Installiert, damit es vergleichbar ist. Wo waren wir hier da? Raspberry Release? Minus A. Trusty Tar. Ne? Da bin ich sogar noch in der Entwicklungsversion. Andere hatte ich gerade nicht. Da müsste ich gerade mal ein Update fahren. Unity minus minus Version haben wir 7.1 zumindest hier in der Entwicklungsversion, die ich hier noch drauf hatte. Hatte gerade das ISO-Image da. So, das sind unsere Kandidaten. Was haben wir hier für Monitor? Natürlich ist Trustita mittlerweile schon längst raus, aber ich habe 10 ISO-Images mir nicht alle direkt runtergeladen, sondern ich hatte halt noch ISO-Images da. Haben wir da Ubuntu 14.04. Ubuntu 13.10 haben wir hier. Dann haben wir Ubuntu 13.04. Guck mal, da hat sich sogar die Suche im Dash aufgemacht. Sehr schön. Wollen wir gar nicht mehr zu. Gehen wir nochmal auf den Monitor, damit wir die nebeneinander sehen. Monitor. So. Will ich doch jetzt mal spaßeshalber und Tor mal nebeneinander haben, weil es gefällt mir so. Ich will eigentlich nur mal wissen, was mein Server im Moment macht. Ne? Eigentlich ist der gar nicht so furchtbar ausgelastet. 35%, glaube ich, ist auch kaum zu glauben. So, 13.04, ganz nett, so ein Serverchen zu haben. Ressourcen 12.10 Quantal. Ne? Da haben wir noch die Registerkarte. Ne? Das wollte ich doch gerade wissen. Wer hat denn noch
Die Registerkarte, ja, lebt denn die alte Registerkarte noch? So, 1204, der hat irgendein Problem mit, weiß ich, sich selber. Den können wir mal vergessen. 1110, der ließ sich irgendwie nicht starten hier. Ich weiß, es gibt Gasterweiterungen für VirtualBox, aber es scheint ein Problem mit dem Grafiktreiber gewesen zu sein. Monitor, denn der Server selbst hat nur 32 Megabyte an Grafikspeicher, brauche auch gar nicht, weil normalerweise er gar keine Grafikkarte braucht, ne? Den steuert man so remote wie hier. Hier haben wir noch System, die Registerkarte da, gut. 1110, 1104 hätten wir auch noch da. Benchy. System. Systemverwaltung, Systemüberwachung. Hieß es da auch. Ne? Prozesse Ubuntu, Netty, Narwhal. Ressourcen lebt. Gut. Dann haben wir. Können wir mal da hinpacken, sonst wird es mir zu. 1104, 1010. Da sind wir. Ach, da ist der Bildschirm schon an. Ach, das ist der Bildschirm schon an. Gut, hätte ich auch mal auf die Idee kommen können. Ubuntu 1010. Systemüberwachung haben wir da. Prozesse. Maverick Meerkat, das gute alte Maverick Meerkat. Damals Audioeinstellung. Damals sah man hier den aktuellen Media Player nicht hier drin. Ne? Können wir das mal gucken. Ja, was hatte der denn eigentlich nochmal? Anwendungen. Multimedia. Der hatte Risenbox, ne? Man ist zwischendrin mal gewechselt, ne? Von Risenbox unter 1010 ist man dann zu Benchy und wieder zurück zu Risenbox, ne? Auch historisch vielleicht mal ganz interessant zu wissen. So. Nächste. 1010 und 1004 haben wir auch noch, der hat sich auch mittlerweile Bildschirm, den hätte ich auch mal ausschalten können, den Bildschirmschoner. Sehen wir hier Ubuntu 12, Lucid Link, ne? Ja, da sieht man ein Hintergrundbild. System, Systemüberwachung, gehen wir nochmal. Haben wir auch da. Lucid links, da sind wir beim L. Ressourcen lebt. Na, man kann auch sehen, auch die Knöpfchen haben sich über die Zeit leicht geändert. Kann man teilweise auch daran erkennen, wo man daheim ist. Und 9.10, gut zu erkennen, knalle gelb, ja. Karmic Koala, damit bin ich mal angefangen, Ubuntu-technisch. Hab Linux natürlich schon vorher benutzt, aber damals war ich dort daheim. Was waren wir denn bei Multimedia? Ne? Unterhaltungsmedien hieß es noch, ne? Da waren sie wohl Risenbox. 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 Risenbox, später Benchy wieder zurück. So, jetzt ist aber gut, ne? Jetzt ist aber gut, jetzt... Gucken wir mal, spaßeshalber, was mein Linux Mint dazu sagt. Ja. Gut. Ubuntu ist an sich gar nicht so wahnsinnig speicherhungrig, zumindest wenn man gar nicht viel darauf macht, sondern so eine kleine Übersicht. So, sehr schön. Hier sind wir unter Xubuntu. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.